Ein herzliches Willkommen zurück bei Mafia 2. Ja, wir sind ja jetzt endlich aus dem Knast raus. Und so sieht jetzt auch die Stadt endlich aus. Im Bereich von Joe. Nie mehr so viel Schnee. Die Polizei hat jetzt andere Fahrzeuge und alles. Mal sehen, was auf uns noch drauf alles drauf zukommt. Hey, pass bloß auf. Die Frauen sind jetzt auch schon besser bekleidet. Und es gibt diverse neue Autos. Das wird schon mal sehr, sehr schön und sehr spannend, das Ganze. So, wie war das noch? Ab nach hier hinten. Ja, hier ist mal richtig wieder Leben hier in der Bude, ne? Also, gehen sie dazu am Anfang. So, dann wollen wir mal gucken, wie sich unser Joe so geschlagen hat in der Zwischenzeit. Versieh dich! Ja, komm. Ich lege mich ihm jetzt hier nicht an. So, ich gehe davon aus, Joe wohnt immer noch in der... Hossa, Baby, Hossa. Zisch ab! Mal gucken, was unser guter Kollege Barbaro in der Zwischenzeit gemacht hat. Und ob er unser Geld gut verwaltet hat. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Ja, wir bekommen wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Was hast du denn hier für eine Kiste angelacht? Na, egal. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und hab für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrate es sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Da bekomme selbst ich Schiss. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Was zum Teufel soll das? Reg dich ab, ich weiß, was ich tue. Ja, ich wieder um Auto fahren. Jetzt haben wir andere Autos und okay, es ist mal hier wieder... Ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, John. Echt nett. Alles klar. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Genau meine Kragenweite. Gut, dann wollen wir uns mal unsere Bude mal anschauen. Ich hoffe mal, er hat ganz oberstes Stockwerk, ne? Also rennen wir mal ganz nach oben. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Ja,
Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier ist das Schlafzimmer, komplett mit Bett. Ja, ohne Bett ist genug für zwei, auch für drei. Und es quietscht nicht, in meinen Augen immer ein Plus. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das war freundlich. Zieh dir einen Anzug an. Gut, ich schätze mal, Anzüge gibt's nicht im Schlafzimmer. Ist es das? Nee. Da. Ein Anzug. Gut, dann gucken wir mal. Farbe ändern. Ach, stimmt ja, wir haben ja mehrere jetzt zur Auswahl gekauft. Nehmen wir beige. Beige sieht recht gut aus. Und schick. Okay, das sieht jetzt in diesem Zeitalter 30er Jahre mäßig aus. Aber naja, wir können ja mal gleich beim Ausstatter beim Ausstatter vorbeigehen. Und dort dann auch nochmal gucken, was wir da so noch bekommen an der heutigen Mode. Die Garage ist links um die Ecke. Da wollen wir mal gucken. Da wahrscheinlich. Unseren alten gibt es ja immer noch. Den gibt es auch noch. Weißt du was? Wir klauen uns eine Kiste. Damit wir ein bisschen was Neueres haben auch. Wir sind ja gerade aus dem Knast raus, da... So, Barrow seine Kiste sah schon soweit nicht schlecht aus. Ah, was haben wir denn hier so alles rumstehen? Ah, nee, den Wagen wollen wir nicht klauen. Aber man kann sich mal die Augen ein bisschen umhalten. Schon. Ja, Barbaro seine Kiste ist wahrscheinlich genauso wie die von der Polizei. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was steht denn hier so alles rum? Wie gesagt, der sieht doch nicht schlecht aus, oder? Für den Anfang. Okay. Guten Tag, Herr Polizist. So. Wieder mal ein Auto knacken. Verdammt! So. Der sportlich sieht er ja aus, ne? Jetzt muss er nur noch gut fahren, dann bin ich zufrieden. Bombs. Ja, mal sehen, wo uns jetzt alles hier hinführt. Wir haben jetzt 200 Euro, das ist ja alles hier in Dollar gerechnet. Wir haben jetzt $200 zur Verfügung, dann werden wir uns mal in den Klamottenladen jetzt erstmal umschauen, damit wir vielleicht so Klamotten auch dem Stil hier angepasst bekommt. Mal sehen, was die so haben. Ich schätze mal... Hallo, was kann ich für Sie tun? Wir können sogar Hemden kriegen, das ist doch schön. Welches nehmen wir denn? Weiß, ich fange mit dem Roten an, wir kaufen das eh wieder alles. Sie haben Glück, das ist heute heruntergesetzt. Ja, kein Wunder bei der Farbe. So, es war Hemd. Sagen Sie Bescheid, eins. Wenn ich was für Sie tun kann. Darf ich sagen, für eine Beerdigung das dann alles? Nehmen wir nochmal ein schwarzes mit. So ein schwarzes ist ja auch ganz schön lässig, muss man so sagen. Aber wie man mich kennt, ich Tendenz denn zum dauerhaften Behalten erstmal. Ich hoffe, das ist jetzt weiß und nicht pink. Genau.
So sieht das doch schon angebrachter aus. Auf bald. Auf bald. Genau. So, jetzt haben wir uns mal ein bisschen was Schickeres gekauft. Jetzt haben wir Hemden. Wir sollten eigentlich einen Anzug, aber mit dem Hemd sieht es auch schick aus. So, dann werden wir jetzt eben zu dem... Sag mir jetzt bitte nicht, wir sollten uns immer noch einen Anzug erstmal zulegen. Alles klar. Alter. Bist du bescheuert? Fährt ihm einfach in die Karre rein. Okay, wir müssen dann einen Anzug tragen. Was darf es heute sein? Ein Anzug. Ich stehe zwar auf das Hemd, aber es soll ein Anzug sein. Gibt es vielleicht hier nicht noch eine andere Farbe? Nee, gibt's nicht. Das also passt ja perfekt. So, nehmen wir den in Schwarz. Schwarz ist so, dass die neue Farbe, auf wahrscheinlich Weiße. Das Beige ist out. Also manchmal gerade so ein bisschen hakt da so ein bisschen das Spiel. Na egal, das kriegen wir jetzt hin. Jetzt geht's ab erstmal zu Joe. Dann schauen wir mal weiter, mal sehen, was er dann für Aufträge ist, der für uns hat. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie das Spiel jetzt weiterging. Warum fährst du auf meiner Seite? Ja, die Autos haben sich wirklich alle so ein bisschen hier geändert. Vielleicht sehe ich aus dem Augenwinkel noch mal einen, der mir noch besser gefällt als meiner zurzeit. So. Zählt die Garage noch? Genau, die Garage zählt noch. Hey, dann geht's jetzt einmal wieder ab zu Joe. Der hatte, wenn wir schon Anzug tragen müssen, dann hat er doch irgendwie was vor. Wahrscheinlich mich in die Familie jetzt wieder einbringen. Ich hoffe, das ist mal in die richtige. Nicht, dass ich schon wieder im Knast landen muss. Ah. Na, Frau rausgeschmissen, weil du betrunken bist, ja. Ja, sowas passiert schnell. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Deine Stöffchen steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Urlaub im Knast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey Joe! Hey Eddie, wie läuft's denn so? Na bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir. Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Hey Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und? Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Okay. Fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin. Richtung Oyster Bay. Die Blue Oyster Bay. Wer das noch kennt von Police Academy. Also, was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Alk, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Haben wir zu einem Baseballspiel? Nein, nee, aber zum Nutten. Wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen?
Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Hier stehen über die Cabrios rum. Davon werden wir uns definitiv einen rippen, weil der gefällt mir richtig, richtig gut. Was zum Teufel soll das? Krieg dich gefälligst rein. Bist du Farben? Pass doch auf, wo du lang fährst! Eingeparkt. Ja, wir hatten schon gehört, dass Clementi und das Arschloch von Luca Leute gegen Gebühren die Familie aufnehmen. Aber wir hatten keine Ahnung, dass sie solche Summen dafür verlangen. Aber dafür wird man sie zur Rechenschaft ziehen. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja, oh ja. Weil ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und, Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Ja, geschäftlich bei der Mafia. Nein. Oh, so. Da geht's dann wirklich steil ab. Oder andersrum, völlig egal. Nein, nein, jetzt mal im Ernst. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schalte die Uhr ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, du besoffener Schwanz. Tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Halt die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe. Dicke wie sonst was. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Job an uns hängen bleibt. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten. Ja, gut. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen! Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gebechert. Alles klar. An dieser Stelle machen wir jetzt ein kleines Folgenende. Das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Gut, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss.